Hallihallo und herzlich willkommen zur 50. Episode unseres Komplett Runs. Ich habe gedacht, dass hier dieser Magier ein Item für uns hätte, aber ich habe mich leider geirrt, wie ihr gleich sehen werdet, denn das Item, das haben wir schon und das war dieses Steinchen, das halt was sagen kann und zwar sagt es, helft mir oder Hilfe. Hier sehen wir dann, ich wurde gebeten von MyPS Gamer, dass ich mal als Arturias rumlaufen soll, denn sein Equipment ist cool und da stimme ich ihm auch zu. Wie wir sehen können, wir werden einfach unser Spinnenschild, obwohl es eigentlich gut ist, aber wir brauchen es einfach momentan nicht, in das Schild von Arturias umwandeln und das Schwertchen, das wir da hatten, machen wir einfach zu seinem Schwert. Und dann können wir uns das auch gleich anschauen und natürlich die Waffen auch verstärken. Sein Schild ist aber für unseren Charakter noch ein bisschen zu schwer, beziehungsweise braucht zu viel Stärke. Und das sehen wir halt auch hier unten. Wir brauchen 34 Stärke, wir haben nur 24 mit dem Charakter. Das heißt, 10 Levels nur in Stärke müssen wir dann da reinpumpen, damit wir das Ding nutzen können. Und es ist ein Großschild, also können wir nicht parieren. Ganz wichtig auch das zu wissen. Und das Abgrund-Großschwert, es gibt noch zwei andere Varianten für Arturias Schwert und das wäre, wenn wir die Seele von Sif nicht für ein Schild benutzen würden, sondern für eine Waffe. Dann gibt es halt die normale Version von Arturias Schwert und dann gibt es halt noch die verfluchte Version. Aber wir haben hier das Abgrund-Großschwert, das aus der Seele von Arturias selber gemacht wurde. Wir graden es so weit auf wie möglich. Wir sehen, ein Dämon-Titanit fehlt uns. Und das sollten wir dann in dieser Episode auch versuchen, uns zu holen. Das Interessante an dem Schwert ist, wie ihr auch vielleicht sehen konntet oder sehen werdet. Entweder in diesem Video oder dann irgendwann, wenn wir halt uns die Werte ganz genau anschauen, dass es mit der Menschlichkeit, die wir momentan besitzen, also links oben, viele sagen auch dazu weiche Menschlichkeit, dass wir damit mehr Schaden machen. Der Großschild von Arturias, der verbessert sich eigentlich nicht wirklich, wenn wir ihn upgraden. Das Einzige, was sich ändert, ist der Schaden, den wir statt dem Parieren machen würden. Also wir hätten so einen Schildschlag, einen Bash. Ja, also je mehr Menschlichkeit wir haben, desto stärker wird das Schwert. Es soll bis ungefähr 11 Menschlichkeit gehen, dann ist man am Maximum angelangt. Also wie Chaoswaffen, ungefähr. Ich habe auch gemerkt mit, ich glaube es waren 3 Menschlichkeit, dass wir ungefähr 35 Schaden mehr machen. Hier seht ihr auch das Ganze in voller Pracht. Sieht schick aus, oder? Wirklich schick aus. Ich mag's. War eine wirklich gute Idee. Wir sind aber hier, wo wir eigentlich den Mond-Titanit fahren wollten, und zwar auf dem Weg nach Aizalith. Wir haben diese kleine Echse vergessen beim letzten Mal, denn eigentlich sind 2 Echsen da oben. Und dann habe ich noch was zu meiner Verwunderung festgestellt. So leer ist da. So leer ist da. Was it all a lie? Oh, my. Ja, also er sagt immer wieder nur dasselbe, wie er eigentlich auch auf dem anderen Weg gesagt hat. Er ist recht verwirrt. Ich bin mal gespannt, ob er eh normal bleiben wird und ob wir ihn dann gegen Gwyn nutzen können. Sollte aber eigentlich der Fall sein, denn wir haben jetzt wieder alle Gegner hier gekillt und er hat keine Sonnenlichtmale auf dem Kopf. Was ein gutes Zeichen sein sollte, oder? Ich hoffe es. Hier werden wir uns schnell mal in einen Menschen verwandeln und das Leuchtfeuer dabei auch gleich mal aufs Maximum hochbringen. Hoffentlich werden wir keine Invasion reinkriegen, weil das wäre richtig mies. Ich habe keinen Bock gegen andere Spieler momentan zu kämpfen, vor allem nicht mit diesem Char, der eben ein bisschen komisch aussieht. Außerdem habe ich das Equipment auch ein bisschen geändert, denn wir wollen eigentlich Kalamit heute besiegen. Und das mit seinem Schweifchen, denn wir wollen das Obsidian-Schwert haben. Unbedingt. Unbedingt. Das muss sein. Das muss wirklich sein. Am Ende werde ich dann auch wahrscheinlich eine lustige Abfolge meiner Tode euch dann zeigen. Was euch natürlich wie immer halt begeistern wird. Ich weiß, ihr seht es gerne, wenn ich sterbe und wenn ich vor allem irgendwie frustriert bin. Nur meinen Frust werdet ihr nicht hören, aber ihr könnt euch den denken. Ja, sonst rennen wir hier auch mit der Gargoyle-Hellebarde, müsste es sein, die halt sehr praktisch wäre für den Kampf, um vor allem das Schweifchen abzuschlagen, oder ich sag's einfach mal, Schwanz.
Und wir können das Ding auch verzaubern, weil es momentan plus 14 ist. Aber in der nächsten Episode sollten wir spätestens eigentlich auch noch eine graue Scholle finden. Und dann könnten wir das Ding auch auf plus 15 hoch tun oder upgraden. Hätte ich auch vorher schon machen können. Aber um ehrlich zu sein, ich habe nicht wirklich Bock gehabt, jetzt mittendrin irgendwie meine Ausrüstung noch weiter zu verbessern. Weil wir haben die Ausrüstung von Artorias, alle vier Teile auf plus 5. Und dann haben wir halt diese Hellebarde auf 14. Und dann sollten wir auch eigentlich auf dem Drachenwappenschild wechseln. Wir haben momentan Wappenschild heißt das Ding, was wir momentan tragen. Kommen wir hier kurz nach vorne, um diesen Gegner mitzunehmen. Denn gleich sollten wir in eine Invasion reinkriegen. Von Chester. Das wollte ich euch ja auch mal zeigen. Aber ja, Drachenwappenschild ist halt sehr gut gegen Feuerschaden. Eines der besten Schildchen. Und ist halt auf plus 5 upgradet worden von mir. Kostet eigentlich nur 5 Titanit. Hallo Chester. Backstep Chester. Danke. Ja, und Wappenschild ist eigentlich fast das gleiche Schildchen, nur auch Funkeltitanit upgradebar auf plus 5. Nur, dass das Ding halt eher Magieschaden abblockt. Oder am besten gegen Magieschaden ist. Hier will ich versuchen, ihn mal nach vorne zu bringen, aber er ist irgendwie total dämlich. Er benutzt eigentlich nur Fernkampf, außer den einen Angriff, den ihr gesehen habt, wo er einen so ein bisschen wegstoßen will. Er droppt leider gar nichts. Weil seine Ausrüstung und alles ist halt bei ihm. Und ihn werden wir auch aufsuchen, um zu sehen, ob er irgendwas sagen wird, dass wir, ja, dass er uns halt angegriffen hat und wir ihn besiegt haben. Ich frage mich, wenn man eine Invasion von ihm reinkriegen würde und verlieren würde gegen ihn, ob er noch einen anderen Dialog drauf hätte. Das wäre wirklich interessant, das zu wissen. Aber ich habe momentan halt nicht dran gedacht. Wie ihr auch merkt, das ist als Post-Commentary, weil ich nicht wirklich gewusst habe, wie viel Arbeit das sein wird und wie lang. Und ich wollte es eigentlich ordentlich machen, hier und da schöne Schnitte reinmachen können. Und dachte, das wäre einfach am besten. Wieso ich hier keinen Schnitt gemacht habe, das habe ich noch vom Farming an. Ich will euch eigentlich zeigen, was es hier für einen interessanten Bug gibt. Aber bevor wir das so machen, ganz vergessen, wir müssen mal zu Go. Wir haben ja sein Schlüsselchen gefunden und können jetzt eigentlich in diesen Turm rein, den ich euch vorher schon mal gezeigt habe. Er war einer von den vier Rittern von Gwyn, oder ist es eigentlich immer noch? Und er wartet da oben. Und er ist auch der, der diese Schnitzereien macht. Diese Items, die man halt werfen kann und die halt Töne von sich geben. Da ist nochmal der Waffenschlüssel. Wappenschlüssel, nicht Waffenschlüssel. Ich hab's heute mit Wappen. Weil Wappenschild, Drachenwappenschild und Wappenschlüssel. Komischer Zufall, oder? Ja, gut. Ja, Harze werden wir auch benutzen dann, um unsere Hellebarde noch stärker zu machen. Und das ist so eine kleine Übersicht über die Waffen, die wir nutzen. Drachenwappenschild, ihr seht den Unterschied. Wappenschild 80 Magieabwehr und Drachenwappenschild waren, glaube ich, 85 jetzt. A visitor have we. That must be the one who freed Artorias. That old friend he was. Thanks to thee, he left this world with honor intact. And here I am. Retired and blind. Of little help to thee, I'm afraid. If thou seekest to explore this domain, be wary of a black dragon. I fear thee no match for this terrible beast. Okay, er hat uns also vor Kalamit gewarnt. Und ich soll endlich Heimkehrerknochen kaufen. Ich wollte so häufig schon welche nutzen, aber hatte halt nur vier. Und die sind so günstig bei ihm. Ich glaube, das sind die günstigsten Heimkehrerknochen im ganzen Spiel. Hier haben wir diese... Okay, das sind Masken. Interessant. Heißen die auf Deutsch? Wir kaufen einfach mal die Hallo- und die Danke-Maske. Ihr könnt auch sehen, was da sonst steht. Und ja, er hat auch Scherben, die er verkaufen kann. Und seine Extra-Pfeile, die er selber herstellt, indem er Baumstämme benutzt und die dann zu Pfeilen mitunter macht. Richtig krass. Und Prismasteinchen. Gehen wir dann am besten auf 30. Haben eine schöne Zahl. Das wird auch für New Game Plus dann vollkommen reichen. There's very little to be said. What good is a dog? With no hairs to hunt. But I'm lucky to be alive, I suppose.
Okay, das ist wieder dann dasselbe. Das heißt, wir... Er ist ein sehr großer, sehr cooler und sehr netter Charakter, finde ich. Wir wissen jetzt also, wer er ist, wie er aussieht, was eigentlich so abgeht, was er macht. Und ich glaube, hier sollte ich nicht runterspringen. Und wir wissen auch ein bisschen mehr Bescheid über Calamite, dass er wirklich sehr gefährlich ist. Und ja, er hat sich auch bedankt wegen Artorias, dass er weiß, dass wir das waren. Ich meine, wenn wir seine Ausrüstung tragen, dann könnte es auch möglich sein, dass, naja, wir Artorias besiegt haben, aber egal. Wenn ihr euch fragt, woher ich die Rüstung habe, ich habe sie gekauft bei Domnhall von Sena. Das ist der Bug, seht ihr? Wir können nicht laufen, wir können uns nur bedingt normal und frei bewegen. Und haben halt immer wieder diesen Text aufploppen. Aber wie, aber wie, aber wie, aber wie. Und zwar ist es der Text von Kiaran, die wir besiegt haben. Die eigentlich nicht besiegt haben, sondern gemordet haben. Wir gemeinen Leute. Ötchen. Und hier geht's zu Chester. Hallo Chester. Oh, you. You have quite some nerve. Or are you just thick? Fine then. What is it that you need? Did you really slay Knight Artorias? I'd heard the Abyss found him first, but even still, that's absolutely treacherous. Yes, magnificently so. Believe it or not, Ulysseel has brought the Abyss upon itself, fooled by that toothy serpent. They upturned the grave of primeval man and incited his ornery wrath. What could they have been thinking? But to you and I, it's all ancient history. You have to ask yourself, does it really matter? Well, you've quite the nerve. I've had enough of you. Okay, also er mag uns nicht mehr. Wir kaufen hier ein paar Sachen. Vor allem grüne Blüte wäre echt gut. Vor allem gegen den Kampf dann gegen Calamite kann man gut einsetzen, falls man die Maske des Sprösslings nicht nutzen will oder Graswappenschild. Graswappenschild wäre eine schlechte Wahl. I'll be seeing you, if you survive your travels. Weil gegen Calamite sollte man ein Schild nutzen, der wirklich ordentlich blocken kann. Außer man will ausweichen. Dann ist es natürlich egal. Aber wenn man blocken will, dann nehmt ein Schild, der genug Haltung hat und der ordentlich blocken kann. Denn Calamites Attacken sind sehr heftig. Wirklich sehr heftig. Ich würde euch auch vorschlagen, wirklich 40 Ausdauer zu haben, damit ihr genug Ausdauer habt zum Blocken. Weil er wird auf jeden Fall häufiger 2-Hit-Kombos machen. Und das kostet einiges an Ausdauer. Dann braucht ihr noch Ausdauer halt zum Ausweichen und zum Attackieren. Apropos Attackieren, diese Waffe, diese Gargoyle-Hellebarde, obwohl in der Beschreibung steht, dass sie nicht wirklich was Besonderes ist, ist sie wirklich gut eigentlich. Sie macht recht soliden Schaden. Und ja, das Negative ist, wenn man nicht trifft, dass man halt dann ein bisschen Probleme hat. Ihr habt gesehen, sobald wir attackieren, sind wir so leicht gestunt oder haben eine Verzögerung. Ihr müsstet aber hier reinrennen und ihr könnt dann auch direkt wieder wegrennen, damit Calamite mal auftaucht. Da ist er ja. Und wir rennen dann wieder zurück. Ja, und diese Hellebarde ist halt gut, weil ja, sie verzauberbar ist, sie recht guten Schaden hat und schnell attackiert und vor allem sehr wenig Ausdauer kostet mit einem normalen Angriff. Wirklich nice. Man kann sie bei den Gargoyles kriegen. Entweder beim Bosskampf der Gargoyles oder dann in Anor Londo. Denke ich mal. Muss ja so gewesen sein. Wenn wir hier aber in diesem Bereich oder in diesem Canyon oder was auch immer nach hinten gehen, statt zu Calamite vorne, gibt es noch ein Item. Und zwar ein Seelen-Item, das wir uns jetzt holen werden. Zwei Hunde sind da. Gegen die wir jetzt gleichzeitig kämpfen werden, was nicht so schlimm ist. Die Hunde, die haben echt wenig HP. Ich glaube so 230 Schaden, wenn man den macht mit einem Schlag, das reicht aus, um sie zu töten. Sind halt nur ein bisschen agil. Ja, das stört uns nicht weiter. So.
Gut, dann können wir dieses Item nehmen und sobald wir das genommen haben, werden wir dann wieder zu Go gehen und mit ihm mal wieder reden bezüglich Calamite. So, gut. Wir sind jetzt auf dem Weg halt zu Go, gehen da hoch und werden ihm dann wahrscheinlich um einen Gefallen bieten. Ihr könnt euch eh wahrscheinlich denken, was für ein Gefallen, aber ihr werdet schon hören und sehen. Yes, I thought as much. He's called Calamite, ferocious dragon indeed. Even mighty Anna Londa dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but my intent is to persevere to the bitter end. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch, and see how Goth hunts dragons. Was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah, dragon slaying, knighthood's highest calling. Ah, hello there. What of Calamite? He is an ancient dragon. Skyward or no, he will not be put down easily. Dragons shall never be forgotten. We knights fought valiantly, but for every one of them, we lost 60 of our own. Exhilaration, pride, hatred. Rage. The dragons teased out our dearest emotions. Thou will understand one day. At thy twilight, old thoughts return. In great waves of nostalgia. There's very little to be said. What good is a dog? I've no hares to hunt. But I'm lucky to be alive, I suppose. Na gut. Dann sind wir so ziemlich fertig mit ihm. Geben wir noch ein bisschen Kohle aus. Wieso nicht, wenn wir schon dabei sind? Das war so ziemlich eine der krassesten Cutscenes überhaupt. Das sind diese Baumstämme, die er benutzt, um seine Pfeile zu machen und auch seine Schnitzungen. Krasse Dinger. Wirklich krass. Und das ist der Großbogen, den wir dann in der nächsten Episode uns auch holen werden. Kleiner Spoiler. Ja, also wir werden uns dann gleich auf den Weg machen zu ihm, also zu Calamite. Aber zuerst zeige ich euch hier noch die neuen Masken. Hallo! Thank you. Für einen Blinden ist er wirklich überraschend. Und ein extrem guter Bogenschütze. Das blind! Mann. Ich bin sowas von neidisch auf ihn. Wie kann man das so episch sein? Aber ihr seht,
wenn man Kalamit quasi mal hier gepult hat, ihn erregt hat, dann kann man hier wieder so einen Durchgang sehen. Und hier setzen auch meistens Leute dann ihr Zeichen ab, um beim Kampf zu helfen, falls ihr Hilfe haben wollt oder braucht. Wir werden das nicht machen, wir werden mit mehreren Sachen einfach ein bisschen herum experimentieren und ja, vor allem eine Eidechse wird es dann auch wieder hier geben, eine Kristalleidechse. Die werden wir uns auf jeden Fall auch noch schnappen und die Items, die unten liegen, zumindest die meisten davon, dann in der nächsten Episode. Ein kleiner Tipp noch, ihr könnt die meisten Items eigentlich auch so holen, ohne gegen ihn zu kämpfen, zumindest bevor ihr ihn runterschießt. Wenn ihr ihn nicht runterschießt, dann habt ihr das Problem, dass er euch einfach töten wird, beziehungsweise ihr könntet ihn dann nur mit Fernkampf töten. Hier aber die Echse ist immer hier unten. Falls ihr gegen den Boss sterbt und die Echse nicht gekriegt habt, dann respawnt die einfach da oben wieder. Ist kein Problem. Falls ihr aber diese Leiter runtergeht, dann wird sie euch sehen und abhauen. Eine typische Kristalleidechse halt. Aber wir machen uns jetzt dann gleich mal auf die epische Quest, sein Schwänzchen abzuschlagen. Vorerst hier ein paar Seelen aufheben, denn ich habe auch einen Fehler gemacht am Anfang und zwar habe ich meine Hosen eingelassen. Hier diese drei Items, die unten sind, oder nur zwei, die ihr momentan seht, das sind nur Seelen-Items. Ich habe das Ganze mal schneller gemacht, weil das recht lange dauert, seinen Schweif abzuschlagen. Meistens brauchen Leute, die sich, also die bis in den Kampf kennen von ihm, so, sagen wir, 5 bis 8 Minuten, denke ich mal, bis der Schweif dann ab ist. Weil es gibt nur eigentlich drei Optionen, wie man an seinen Schweif rankommt, denn sonst ist er immer oben und man kommt nicht ran. Er muss so auf beiden Beinen stehen, dann kann man mit zwei Attacken versuchen, seinen Schweif abzuschlagen. Entweder wenn er dann halt auf den Hinterbeinen steht und Feuer spucken will. Oder wenn er auf den Hinterbeinen steht und seine Telekinese einsetzen will, die ganz, ganz böse ist. Erstens, sie macht guten Schaden. Zweitens, sie kriegt einen Debuff, der euren Schaden, den ihr reinkriegt, erhöht. Und dann noch gibt es halt die Variante, dass er zu euch fliegt, euch rammen will. Und aber hinter euch landet und seinen Schweif dann einsetzen will, um von oben nach unten zu schlagen und euch zu erschlagen mit seinem Schweif. Das ist eigentlich die beste und einfachste Methode, nur sie dauert lange. Für all diese drei Events oder Angriffe müsst ihr zusehen, dass ihr immer schön vor ihm seid. Nicht zu nah, nicht zu fern und dann halt nach hinten rennt, um seinen Schweif zu attackieren. Telekinese habt ihr jetzt auch kurz gesehen, komischer Ton. Ja. Er haut richtig gut rein. Und wie gesagt, ihr könnt halt eigentlich ohne Probleme seinen Schweif dann abschlagen, wenn ihr halt wisst wie. Ihr braucht ungefähr, sag ich mal, je nachdem, ob ihr wirklich die richtigen Teile trefft, so 500 ist, glaube ich, das Minimum an Schaden, bis hin halt zu 1500. Ich würde euch aber raten, wirklich zuzusehen, dass ihr nicht den Rumpf des Schweifs abschneidet, sondern eher hin zur Spitze geht, wie hier. Das war perfekt. Sehr schön. Wir haben das Schwert. Und leider, kleiner Spoiler, werde ich in diesem Trial dann sterben, weil ich dann viel zu unvorsichtig wurde. Und das heißt, wir können euch einfach hier mal das Schwertchen zeigen. Sernes' Großschwert ist ein Drachengroßschwert, deswegen dann auch nur mit Drachenstein upgradebar. So sieht es aus. Und keine Angst, wir werden den ganzen Kampf noch sehen, aber zuerst zeige ich euch das hier. Zweihändig, einhändig, habt ihr gesehen, wie ich es halt geführt habe. Und das ist die Spezialattacke. Zweihändig mit R2. Sehr nice. Sehr gefährlich auch für PvP, wenn die Leute halt die Waffe nicht kennen. Wenn sie sie kennen, dann nicht so gefährlich. Dadurch, dass es eine Drachenwaffe ist, habt ihr auch gar kein Scaling, wie ihr das sehen konntet, an den Stats. Schöner Text. Und ja. Dann gucken wir nochmals sicherheitshalber, wie man das Ding upgradet. Denn ich war mir halt nicht sicher und hier werdet ihr es dann auch sehen. Genau, Drachenstein und man braucht 10.000 Seelen pro Upgrade. Das ist recht deftig. Das ist eigentlich so ziemlich das teuerste Upgrade. Aber gehen wir jetzt rein und kämpfen gegen ihn und dann könnt ihr auch die Attacken besser sehen. Und langsamer. Was ich eigentlich euch auch noch empfehlen muss, ist, wenn ihr seinen Schweif abschlagen wollt, so leicht wie möglich rumzurennen. Also ich musste halt den Ring von Havel nehmen, habe aber trotzdem gemerkt, dass ich teilweise ein bisschen zu langsam war. Nicht jetzt unbedingt von der Reaktion her, sondern auch vom Bewegen.
Sobald ihr unten ankommt, fängt eigentlich der Kampf an, aber Kalamit ist ganz am Ende dort beim Wasserfall und oder beim Abgrund, je nachdem wie man es sehen will. Und man hat eigentlich Zeit, zum Beispiel seine Seelen wieder aufzuheben. Und ich will die Menschlichkeit nicht verlieren, ich könnte die brauchen. Wenn ihr aber zu weit weg seid, dann macht er auf jeden Fall diesen Feuerangriff, der eine extrem hohe Reichweite hat. Deswegen solltet ihr zusehen, so schnell wie möglich, so nah wie möglich an ihm ranzugehen. Was ich auch sehr interessant gefunden habe, ist dieser Angriff, den er teilweise echt häufig macht. Ihr könnt versuchen, seitlich auszuweichen, wobei es besser ist nach hinten, wenn ihr einen ordentlichen Abstand habt zu ihm. Er macht ihn meistens halt, wenn er dann nach vorne springt und sich dreht. Dann wisst ihr, okay, Flammenatem, nach hinten gehen. Das ist die Telekinese, jetzt zieht ihr sie ein bisschen langsamer. Wenn ihr zu nah dran steht an ihm, dann packt er euch und ihr kriegt Schaden und kriegt auch diesen Debuff. Sobald er nach oben geht, immer nach hinten sich bewegen. Wenn ihr zu langsam seid, dann kann es passieren, dass ihr halt getroffen werdet, aber ja. Falls ihr einfach normal steht und Feuer spuckt, dann ist es meistens halt ein Feuerangriff, der nach vorne geht. Deswegen nutzt immer euer Schild. Und blockt ordentlich damit. Können so einen Schweif attackieren, wieso nicht? Ist auf jeden Fall ein guter Punkt zum Attackieren. Aber nutzt auf jeden Fall die verschiedenen Reichweiten zu eurem Vorteil. Und beim Feuer ist es so, wenn es halt von vorne ausgeht, ihr könnt nicht wirklich nach hinten ausweichen. Ihr solltet dann seitlich weggehen. Und beim Schild, wie ich eigentlich gesagt habe, immer eigentlich umhalten. Außer wenn ihr wisst, okay, momentan kommt kein Angriff rein. Dann mal wieder locker lassen, sodass er wieder Ausdauer regeneriert, weil das ist ganz wichtig, ihr braucht Ausdauer. Ihr seht, wie schnell unser Ausdauerbalken nach unten geht. Er geht nach oben, also bewegen wir uns nach hinten weg. Mit unserem Schild sicherheitshalber, wenn man früh genug weggeht, dann ist man eigentlich immer außer Reichweite. Und das ist eigentlich gut so, weil man kann dann diesen Moment nutzen, um sich entweder zu heilen oder seine Waffe wieder zu Waffe zu buffen. Wenn man halt eine Waffe hat, die gebufft werden muss. Wieso ich den Zweihänder nicht nutze, auch nachher, ist, weil irgendwie der Schaden gering ist. Dafür, dass er ein Drache ist. Oh, da haben wir einen Fehler gemacht. Dafür, dass er ein Drache ist, ist er ein kleiner Mistkerl in Sachen von schon wieder. Was hat er mit dem Feuer? Und zwar hat er irgendwie eine recht hohe Blitzresistenz, wie ich glaube. Deswegen sind Waffen halt mit viel. No, das war nicht gut. Aber ihr seht, man muss halt seitlich weg, weil das einfach geradeaus schießt das Feuer. Blitzwaffen sind irgendwie nicht wirklich so stark. Deswegen sind Waffen mit sehr viel physischen Schaden sehr gut. Und dann kann man sie noch zusätzlich verzaubern. Wie zum Beispiel mit dem Sonnenlichtschwert, was wir hier dann oben haben. Nur es ist irgendwie nicht so lange aktiviert. Das ist irgendwie mein Problem mit dem Ding. Und ich habe Angst, dass ich nicht schnell genug Waffen wechseln kann und genug Zeit habe zum Buffen. Aber sonst mit dem Sonnenlichtschwert würden wir bei unserer Hellebarde, glaube ich, auf so fast 700 Schaden kommen. Und das mit plus 14. Und mit nicht wirklich viel Stärke und Beweglichkeit investiert. Aber das Ding, das skaliert einigermaßen gut mit den zwei Werten. Hier ist es immer wieder gut, dann nicht mehr den Fokus einzusetzen. Sobald er auf zwei Beinen steht und Feuer spuckt, weil man dann, oder besser gesagt, dieses Focusing oder die automatische Kamera, die es dann verwirrt und hilft einem nicht wirklich beim Zielen. Dabei sollte das ja eigentlich so sein. Deswegen, sobald er auf zwei Beinen geht, nach vorne zu ihm hinrennen und dann vom Fokus weglassen, also das Ausschalten des Feature. Und ja, ihr solltet das auf jeden Fall nicht machen, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und dann einfach auf sein linkes Bein zum Beispiel schlagen. Ich persönlich bewege mich auch gerne nach links mit ihm. Und wenn ich einen ordentlichen Kill machen will, dann versuche ich nicht, wie beim Schweifabschlagen, mittig zu stehen von der Reichweite, sondern sehr nah an ihm, wie jetzt zum Beispiel. Weil die meisten Attacken, die funktionieren nicht so gut. Er macht halt diese Zweierkombi, die ihr auch häufiger gesehen habt, oder das Stampfen, wie jetzt. Und das war's dann. Dann kann man wieder ein bisschen attackieren. Unter seine Beine sollte man nicht geraten. Wirklich nicht geraten. Da werden wir von vorher getroffen, weil wir viel zu spät weggegangen sind. Aber, wie gesagt, wenn man einfach weiß, wann was kommt, dann kann man es halt ausnutzen, wie hier zum Beispiel.
Er hat eine Ahnung gehabt, ja, das wird sich vielleicht ausgehen, dass er halt den Feueratem macht oder was auch immer. Und zwar der Atem, der nicht geradeaus geht, sondern von links, von seiner Sicht aus, nach rechts. Und von daher, wie jetzt zum Beispiel, kann das ausnutzen, auf der rechten Seite von seinem Hals, von ihm aus gesehen, stehen und sind in einem quasi Safe Spot, bis die Animation vorbei ist. Was grandios ist, um viele Sachen zu machen. Nur, was ich auch ein bisschen bemängeln muss, ist, dass man wirklich mit grünem Gras spielen will und mit Item Buffs, dass man zu viel zu tun hat, weil hier und da muss man sich vielleicht mal heilen, dann muss man das, also diese grüne Blüte ist das, also nicht grünes Gras, grüne Blüte einsetzen, dann Waffenbuff. Und meistens kommt man nicht dazu, weil je nachdem, was er für eine Combo drauf hat oder wie er attackiert, kommt man einfach nicht dazu, spezielle Sachen zu machen. Hier seht ihr zum Beispiel automatische Kamera. Fail. Wirklich fail. Man hat nicht zu viele Fenster, um das Ganze zu machen. Bei meinem allerersten Kill von ihm, mit einem anderen Charakter, habe ich, glaube ich, über 20 Minuten gegen ihn gekämpft. Hier sind wir echt gut dabei. Ich glaube, wir haben insgesamt so 8 Minuten oder so nur gebraucht. Im Speed-Up für den Schweif, da haben wir auch nur 5 Minuten gebraucht für den Schweif. Und, oder eigentlich sogar noch weniger. Ja, ich glaube so 4 oder 5 Minuten, dass es recht gut ging. Ja, ich würde euch wirklich raten, wahrscheinlich einfach einen guten Schild zu haben, seine Attacken zu studieren und dann vielleicht eher leichteres Equip zu nehmen. Ich habe hier volles Arturia-Set genommen, weil ich mir gedacht habe, ja, ich will ein bisschen langsamer spielen, ich bin es eh gewohnt, nicht wirklich schnell und aktiv zu sein. Und das Set von Artorias auf plus 5 bietet mir insgesamt mit meinen restlichen Stats so um die 300 Feuerabwehr, was recht nice ist. Und der Feuerschild, nicht Feuerschild, Drachenwappenschild sowieso ist recht genial. Sehr leicht, sehr viel Feuerresistenz und die Haltung ist auch sehr gut, zumindest wenn man ihn upgradet. Unupgegradet würde ich ihn wahrscheinlich eher nicht nutzen wollen, weil er zu wenig Haltung hätte. Weil er jetzt auf plus 5 hat er 77 Haltung, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die reichen auf jeden Fall aus, um gegen Kalamit ordentlich vorzugehen, damit er ihn nicht allzu sehr fertig macht. Hier ein schöner Moment wieder zum Heilen. Und ja, Kalamit ist eigentlich nicht wirklich schwer, wenn ihr einfach wisst, was ihr macht und vorbereitet in den Kampf geht. Ich glaube, das kann man so ziemlich mit jedem Boss sagen. Und ich finde es auch interessant, dass sie Artorias und Kalamit so gestaltet haben, dass sie Buffs bzw. Debuffs nutzen, um gegen den Spieler mehr Schaden zu verursachen, zu machen. Okay, das war's jetzt eigentlich. Ich zeige euch dann noch gegen Ende, wenn wir hier fertig sind, dann die 4 Tode oder so mit ein bisschen Musik. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und werdet Spaß haben. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir. Und bis zum nächsten Mal. Dark Souls. Bis dann.